Ein herzliches Grüß Gott, werte Zuseherinnen und Zuseher, liebe Gäste, liebe Besucher hier vom Pitztal. Ich bin der Franz, ich bin hier als Arzt im Pitztal, der Heimat des Vaters von Luis Trenker. Wir befinden uns hier am Eingang vom Luis Trenkersteig durch die Pitzenklammschlucht. Sie sehen an der Seite von mir das Denkmal von Luis Trenker. Der Vater von Luis Trenker, der Jakob Trenker, der Bürger der Gemeinde Arzl war, ist ausgewandert ins Grönertal. Luis Trenker war aber Zeit seines Lebens mit unserer Gemeinde sehr stark verbunden. Und 1986 ist es uns dann gelungen, ihn dazu zu bewegen, Namensgeber dieses wunderbaren Naturidylles hier in der Pitzenklammschlucht zu werden. Für Adrenalin-Junkies bzw. abenteuersuchende Gäste bietet sich ein Bungee-Sprung aus schwindelnder Höhe in diese Pitzenklammschlucht besonders an. 3 Stunden. Der gesamte Wanderweg ist ca. 7,5 Kilometer lang, die Gehzeit beträgt ca. 2,5-3 Stunden. Ist mittelschwer, für Familien sehr geeignet und führt uns an zahlreichen Naturbesonderheiten unserer Region hier im vorderen Bereich des Tales vorbei. Ich darf mich nun von Ihnen hier vom Luis Trenkersteig verabschieden. Und es wäre uns eine große Freude, wenn Sie das Pitztal, die Urlaubsregion und vielleicht auch den Luis Trenkersteig mit der Pitzenklammschlucht besuchen dürfen.